Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown mit mir, dem Herrn Gleich. Ja, jetzt mal hier ohne Facecam, ich habe keine Zeit mehr. Das Ding ist nicht, startet irgendwie gerade nicht, dauert noch. Keine Ahnung, vielleicht haben wir gleich ein bisschen Glück oder so und es kommt dann doch rein, ich weiß es nicht. Aktuell startet es noch nicht. Also heute mal ohne Facecam am Start. Das Ding laggt hier sowieso ohne Ende. Müssen wir mal gucken, dass wir das überhaupt hier zum Laufen bekommen. So. Was haben wir jetzt hier gegen? Gegen Hochi von Whale Krill. Wir kämpfen hier gegen Whale Krill gerade. Ah, jetzt ist auch endlich meine Kamera da. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Machen wir das Ding mal hier. Momentan gucke ich ein bisschen schief. Das wäre wahrscheinlich für euch relativ witzig, aber andere würden denken, was ist das denn für ein Idiot? So, also. Okay, jetzt sieht die Sache schon ein bisschen besser aus. Alles klar. So. Jetzt gucken wir mal. Jetzt müsste ich da sein. Ja, guck mal, da ist er. Aber hier alle möglichen andere Kram auch, den wir nicht haben wollen. So, dann gucken wir mal weiter. Wenn ich jetzt wieder nach unten gucke, dann, ja, wisst ihr warum. Bob's Burgers, also enger könnte eigentlich ein Match kaum sein. Sofort und gleich Gilde 1 gegen Whale Krill. Und jetzt müssen wir einfach mal schauen, dass wir das Ding hier noch in den sicheren Hafen fahren. Ja. Bob. Wieder. Ja, das schafft der Bob auch alleine. Da brauche ich jetzt noch nicht zu kombinieren. Jetzt wird es natürlich viel geiler. Ja. Dann haben wir hier noch das Hasenkostüm. Jawohl, Lundatina. Coole Sache. Gegen Enrico Pola war das jetzt. Gegen Enrico Pola, Pola, Pola. Wo ist es jetzt hin? Immer noch Matches übrig. So nicht. Jetzt haben wir hier den Bob. Und dann haben wir hier Snot, oh Quatsch, Christmas Punch-Out, Peter, Sexualkunde Peter, Furzschule für Hochbegabte. Und das Ding haben wir auch gewonnen. Ja, gegen Sch. Was stand da gerade? Kann da einer mal kurz zurückspulen? Wie hieß der? Jetzt habe ich gar nicht auf den Namen geachtet. So, man merkt, ich bin total im Stress gerade. Oh, Shitsmacks. Doch, hier, da ist es, ja. So, weiter geht's.
El Zarto heißt der nächste Gegner. El Zarto. Und hier haben wir einen Teufel Bobby. Rogers Kleiderschrank. Ja, jetzt könnte man der Meinung sein, dass Rogers Kleiderschrank und Roger eine geile Combo ergeben, aber das ist nicht wirklich der Fall. Wir machen es jetzt trotzdem mal. Roger in Verkleidung ist jetzt nicht der Oberbringer, aber sollte völlig ausreichend sein. So, jetzt gucken wir mal. Bam. Oh ja, oh ja. Nächstes Match. So, ja, ist ja schön. Dann haben wir hier einen Teufel, Bobby. Jawohl, Bänder. Langer Stab mit scharfem Stein. Ja, Mann. Oh mein Gott. Spricht alles gegen die Zeit hier. So, also noch 5 Matches sind offen. Aber ich denke, wenn wir Glück haben, gewinnen wir das Ding hier. So. Jetzt haben wir einen Bobby und Snot Rocket. Jealous Bobby. Mit 10, 16, 9, 15. Nehmen wir natürlich die stärkere Version, ist so ganz klar. Was gibt es da noch lange zu überlegen? So, dann haben wir hier einen Peter am Start. Okay. Sexualkunde Peter. Und dann haben wir den. Starfington Academy. Ja, noch 4 sind offen. Eine Lila. Klobberella. Eugene Belcher. Und jetzt haben wir den hier raus, den Diorama Jean. Rogers Kleiderschrank. Cool.